So ist ja okay. Wir müssen alles mal machen. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen. Ja, ja. Der Abend fängt nicht ohne uns an. Hello, Skat friends. My first English interview because I have here the famous Canadian Skat teacher at my side, Aaron Link. Nice to meet you. Nice to meet you, Daniel. And glad you're the famous one here. You're always on the internet and you're always doing the videos. And all us Canadians, we love the subtitles and the great teaching things you put on the internet. And it's really good, you know. So thanks for having me here and talking with me. I love it that we're both in the same type of thing, developing people to play better skat, get them to learn how to play skat, and enjoy this beautiful game, you know. Yeah, and I just found out that you talk a very, very perfect German. Perfekt ist es nicht, aber du lernst das mit dem Spielen, you know. Das fängt an mit 18, 20 und dann plötzlich einfach und genau und so an. Und es wird immer mehr und mehr. Und wir haben das auch mit den Kanadiern, die sind in Kanada geboren und plötzlich fangen sie an mit Schneider Schwarz und dann fragen sie, warum sagt der einfach und warum sagt er so? Und plötzlich können sie alle mitsprechen. You know, das ist gut für Deutsch in Kanada. So, die Weltsprache des Skates bleibt Deutsch und ja. Selbst die Kanadier lernen nicht nur Skat, sondern lernen auch noch dabei die Sprache. Ist das nicht großartig? Das ist großartig, you know, dass nicht nur Skat lernen, die lernen auch jetzt Deutsch. Und das ist schön, das ist toll, you know. Wir haben ein paar, die haben nie Deutsch sprechen oder könnte sprechen, aber jetzt nach dem Skat, das kommt dabei. Ist national, you know, das ist der Nationalspiel von Deutschland und dafür werden die alle eventuell Deutsch sprechen. Großartig. One last question, Ron. The tournament, how did it run out for you? The tournament was fantastic. Ich habe gesagt, okay, jetzt sind wir in Berlin. Das ist eine von der größten Weltmeisterschaften in Berlin. Da spielen sie alle Skat. Und ich habe gesagt, ja, wenn du in die erste 10% kommst, da bist du schon gut. Und so 800 Leute, 80er wollte ich sein. Und ich komme da 25. War toll, war prima. Ich fühle mich richtig gut. Besser konnte ich nicht machen. Und ich habe immer mit Gegenprofis gespielt. Der ganze Weg war ganz, ganz, ganz toll. 25th place? Yes. Congratulations, Ron. And thanks for the interview. You're welcome. And I hope we continue to do more. We will. Okay.